Jordan mit Dior zusammen. Ist schon eine fünfstellige Summe, so bei 10. 10.000? Je nach Größe, ja, definitiv. Aber die wurden auch wirklich in den Dior-Ateliers gemacht. Ja, also super. Gibt es auf jeden Fall Kandidaten, die den haben und tragen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Willkommen zu einer Folge auf meinem YouTube-Channel. Momentan ist es sehr, sehr stressig bei mir, Trainingsprogramm. Wir drehen relativ viel ab. Training natürlich und einige andere Vorbereitungen. Und dann ist man eine Abwechslung. Willkommen. Ich bin heute in Düsseldorf, Connect Store, und ich wollte mir was gönnen. Ich wollte mal neue Schuhe gönnen, obwohl die gerade auch ziemlich brandneu sind. Das sind John Sebastian Faun. Meinungsarbeit, die werden uns ein bisschen führen. Ivo ist auch mit dabei, die sind hier. Der mich auch immer hier bestens betreut. Kommt da auch mit, wir zahlen mit den Nadeln. Gibt es außergewöhnliche Fuhr, kann ich euch vorab schon sagen. Also los geht's. Let's go. So, wir sind jetzt im Connector drinnen, zu meiner Rechten. Die ganzen Joints, Jeezys und. Ein paar vielleicht ein bisschen außergewöhnliches. Das ist in so einem Shop, dass wir einen Barber haben. Und da lassen wir uns gleich noch ein bisschen schick machen für das Wochenende. Und ja, wir gehen mal hier rüber. Wir zeigen euch mal ein paar Schuhe. Ich zeige euch gleich meinen momentanen Favoriten, auf den ich total heiß bin. Und wir wollen euch auch noch außergewöhnlich teure Schuhe zeigen, die wirklich außergewöhnlich teuer sind. Noch einen kleinen Hinweis, ich habe gleich den Kampf von Tank gesehen. Tank Davis gegen Ryan Garcia, er hat die Kostüme Jones an. Ich glaube, das ist nicht so vielen aufgefallen. Mir ist es natürlich aufgefallen und ich mag sowas sehr. Ich habe ein so sehr großes Fable und wir haben abgemacht, dass wir meinen nächsten Fight ich auch Kosten mitkriege und die auch schön bemalen lasse. Und wer weiß, vielleicht machen wir sogar darauf ein Geschäft-CD, mal schauen. So, jetzt kommen wir zu unserem Highlight, zu meinem persönlichen Highlight, mein absoluten Lieblingsschuh momentan. Das ist hier der blau-weiß-schwarze Travis Scott. Ich liebe diesen Schuh, also einfach eine tolle Farbe. Ich werde ihn natürlich gleich auch mal anprobieren, schauen, wie er am Fuß aussieht. Und ja, hinterlasst mal in den Kommentaren, ob ich einen guten Geschmack habe oder ob ihr einen anderen wählen würdet. Ihr könnt ja mal hier hoch und runter schauen, was hier alles an Schuhen gibt. Und ja, ich glaube, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob groß oder klein. Was ist momentan der größte Renner hier? Der größte Renner tatsächlich sind zurzeit die Jordan 4er. Die tragen auch alle Jugendlichen zurzeit. Das ist sehr, sehr angesagt bei den Jugendlichen heute. Und die gibt's, da haut Jordan oder Nike gerade wirklich ein Modell nach dem anderen raus. Und die sind gerade sehr im Hype. Da haben wir auch aktuell das neueste Release da. Das wäre der John 4 Nike SB. Das ist die erste Kollaboration, die es überhaupt so mit dem Modell gab. Und es ist auch ein wunderschöner Schuh. Wir waren jetzt schon im Sneaker-Bereich. Ich führe dich mal zum Barber-Bereich, wo du auch gleich den Termin hast. Wie du siehst, wir haben hier 4 Plätze. Das sind die Jungs von Herr John. Die haben auch schon ein Lokal auf der Wiesenstraße, auch hier in Düsseldorf. Das ist ein ziemlich bekanntes Lokal, wo auch einige andere Sportler sich die Haare machen lassen. Und heute haben wir ja die Ehre, dass wir dich wieder frisch machen dürfen. Und du hast uns ja heute auch die Schuhe von deinem Sohn mitgebracht. Ja. Und wir zeigen dir, dass man die wieder auch auf Vordermann bringen kann. Aber man muss erst mal zeigen, wie die aussehen. Ob mein Sohn das hinkriegt, das frage ich mich auch immer. Wir haben hier auch Black Polish bei uns im Haus. Der ist auch seit Jahren in der Branche und ist einer der einzigen, sagen wir mal, auf dem Markt, der sowas auch anbietet, professionell Schuhe wieder auf Vordermann zu bringen. Wie ist deine Meinung, Benny? Müssen wir gucken. Ja. Das ist eine kleine Herausforderung, aber ich denke, es gab schon Schlimmeres. Es gab schon Schlimmeres, genau. Sollten wir wieder hinkriegen. Es sind aber auf jeden Fall schöne Paare, die man nicht wegschmeißen sollte. Wenn man die wieder hinkriegt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also bei solchen Schuhen definitiv eine Reinigung lohnt sich in jedem Fall. Was man einfach damit sagen muss, man kann damit auch noch Business machen und Geld verdienen, das auf den Punkt zu bringen. Oh, gerade, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, traurige und witzige Situation. Ich kam rein. Hat gefragt, ob die Schuhe echt sind. Das sind Schuhe, die sind leider fake. Man sieht hier das Original. Sowas gibt es leider sehr, sehr oft, bevor ihr so einen Schuh holt, irgendwo um eine ganze Ecke billiger, am besten dann hier reinkommen, so irgendwo und mal nachfragen, ob der Schuh auch wirklich echt ist. Oder zumindest einen Vergleich machen, weil schon traurig, dass es sowas überhaupt gibt. Aber wenn man schon bereit ist, Geld auszugeben, dann sollte man sich auch wirklich einen echten holen. Ja, das ist das Ding. Also mein Motto ist auch immer, wer günstig zahlt, halt doppelt, zahlt dreifach. Ne? Es ist halt heutzutage leider so, weil die Schuhe werden so oft gefaked. Das ist halt nicht nur, dass die Schuhe fake sind, sondern die sind auch unbequem. Ne? Das schädigt den Fuß auf Dauer. Das ist halt nicht gesund. Ja, ist auch einfach schade, wirklich ein bisschen länger sparen und sich einmal so einen Schuh gönnen. Keine Ahnung, in 3 Monaten, 6 Monaten, in einem Jahr, aber dafür einen echten haben. Also das ist meine persönliche Meinung. Wir hatten gerade ein Thema angesprochen, Custom-Made-Schuhe, wie angesprochen bei Tank Davis. Und da gibt es einen Künstler auch hier in Deutschland und ganz zufälligerweise im Connect Store
das Pato, das ist der Meister. Und der macht Custom-Made auch schon für die Jones. Und ja, wir wollten jetzt mal ein bisschen auch besprechen, wie der Gemeinschuh aussehen sollte für den nächsten Kampf. Ich habe die klassischen Ringerschuhe. Ich habe auch Knights. Ich habe Knights-Ringerschuhe, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren trage in verschiedenen Farben. Du bist einfach schlicht rot-weiß, schwarz-weiß. Was habe ich noch? Blau-weiß, blau-weiß. Das sind alles verschiedene Farben. Und wir wollten einfach mal gucken, was wir da so drauf machen können, damit die wirklich ins Auge stechen und vor allem, dass sie natürlich auch gut aussehen während des Kampfes, was mir persönlich ja auch sehr wichtig ist, dass immer alles perfekt ist. So, jetzt sind wir bei den Schuhen. Ich habe so eine Idee, ich glaube, ich werde meinen nächsten Kampf mit dem Forest Scott machen und was könnte man dann auf den Schuhen noch machen, um da vielleicht mal noch mehr was rauszuholen, dass es wirklich voll ins Auge sticht. Also den meinst du, ne? Ja, richtig. Auf jeden Fall so, der Schuh hat der deiner, ist synthetisch oder ist der Leder? Deshalb halb synthetisch. Fürs Nähen ist am besten, dass der Leder ist und ich weiß nicht, wenn da ein Nike-Zeichen drauf ist, das muss ich entfernen, ja. Damit da halt nur ein Nike-Zeichen ist, weil wenn zwei drauf sind, sind die raus. Ich kann dir mal zeigen, wie das so aussieht. Schau mal, da habe ich das Nike-Zeichen, da habe ich die Nike-Niete entfernt. Ja. Und das war halt erstmal so wie bei deinen. Okay. Da habe ich entfernt und dann ein Stück Leder habe ich selber das Nike-Zeichen ausgeschnitten und dann mit einer Ledernähmaschine muss ich das drauf nähen, hier mit den Naht sieht man so ein bisschen. Und die Frage ist halt, wie ist das mit der Bequemlichkeit beim Kampf? Weil kann ja sein, dass dich das stört. So sehr wichtig, dass du beim Kampf Komfort. Ja, ich glaube, ich mache mal 2-3 Sparringseinheiten, damit dann kann ich das besser bewerten. Safe. Hört sich auch immer gut. Also, sonst am Ende. Ja, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Und falls ihr auch auf sowas Lust habt, natürlich gerne hier im Connector einfach bei Pato melden. Und dann könnt ihr euch auch irgendwas Fantasievolles einfallen lassen. Und seid gespannt auf meinen Schuh. Ich werde mir auf jeden Fall da was mit Pato überlegen. So, da haben wir das gute Stück, das wollen wir jetzt mal anprobieren. Hier ist mein Jordan Russell Fall, der Travis Scott. Ihr könnt ja mal schreiben gleich, wenn ich den anhabe, welcher besser aussieht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich momentan der Travis Scott. So, jetzt könnt ihr mal in den Kommentaren hinterlassen, welcher euch besser gefällt. Also mir persönlich momentan gefällt der hier besser. Und das sind auch schöne Farben für den Kampf. Keine Ahnung, sonst habe ich immer rot-weiße. Mal sowas finde ich nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Nicht schon. Wir wissen ja, mittlerweile gibt es ganz verrückte Preise und was mich persönlich interessiert, was ist momentan so der teuerste Schuh? Ich habe hier schon alles mitbekommen, 300 Euro, 500, 1000, 1700, aber was sind hier der absolute Spitzenwert momentan vom Preis her? Momentan haben wir da ein paar dabei. Der eine Kandidat wäre der hier. Das ist eine Kollaboration von Nike, Jordan mit Dior zusammen. Die sind auch abgezählt, falls man das sieht. 8500 Stück nur weltweit und die werden schon... Ist schon eine fünfstellige Summe, so bei 10. Je nachdem. 10.000? Je nach Größe, ja, definitiv. Aber die wurden auch wirklich in den Dior-Ateliers gemacht. Ja, super. Das ist keine. Sehr nur noch 15 Euro. Ja, finde ich eine super Argumentation, um 10.000 Euro für den Schuh auszugeben. Gibt es auf jeden Fall Kandidaten, die den haben und tragen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es einen Schuh, der teurer ist als der, ja? Es gibt einen Schuh, der das tatsächlich top kann. Da kann der Evren auf jeden Fall gerne mehr dazu erzählen. Also, wir haben hier direkt zwei Farben von dem Schuh, weil. Die sind jetzt preislich unterschiedlich, aber das ist der Nike Yeezy 2 Red October. Der kam 2014 raus. Das ist ein Schuh von Kanye West in Zusammenarbeit mit Nike. Und das ist halt dieselbe Silhouette. Der kostet neu inzwischen 15.000 bis 20.000. Der ist jetzt getragen, also nicht neu. Dementsprechend schwankt der Preis. Ist ein bisschen billiger, ne? Ja, also es ist ein bisschen. So 17,5. Also es ist eher bei 6.000 bis 8.000, je nachdem. Und das ist dann der Nike Yeezy 2 Platinum. Der bewegt sich so bei 5.000 bis 6.000. Also der kam vor 9 Jahren raus und der kam vor 11 Jahren raus und die sind halt, es müssen 3.000 Paar weltweit sein. Und das war halt, also die Schuhe haben damals, sag ich mal, den Sneaker-Hype überhaupt erst gestartet und kommerziell gemacht, weil davor war das alles wirklich sehr viel Nische und ein Jahr später auch mit den Adidas Yeezys ging das alles durch die Decke, ne? Also unglaublich, muss ich mir vorstellen, Schuhe 10.000 Euro, 6.000, 8.000, 15.000, 20.000. Das ist auch schon klein war. Wo sollen das enden noch alles? Unglaublich, kann man echt nicht fassen. So, ihr könnt mir mal meinen wunderschönen Sohn zeigen, der hat gerade auch die Haare geschnitten. Bist du zufrieden, Mari? Ja. Ich wollte sogar ein Muster haben hier. Ja, schaut euch das mal an. So, ich gebe mir jetzt noch einen Haarschnitt. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Das hat euch Spaß gemacht, das Video. Falls ja,
gerne ein Abo dalassen und auch in die Kommentare fürs nächste Mal. Ich habe mir so ein paar Sachen überlegt und ich glaube, da werden die ein oder andere interessante Sachen kommen in den nächsten Wochen, in den nächsten Videos. Seid gespannt, da wird einiges kommen. Bis dahin, viel Spaß mit euch schon.